Herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Yannick. Ihr seht das Diffus-Magazin heute in Zusammenarbeit mit dem CO Pop Festival. Ich treffe gleich Anaïs, eine neue Künstlerin, und ich werde mit ihr über ihre Musik sprechen. Außerdem wird sie für uns eine kleine Live-Session zum Besten geben, also bleibt am besten dran. Du hast vor knapp 2 Monaten deinen ersten Song rausgebracht. Wie fühlt sich's an, deine Gedanken endlich mit der Welt teilen zu können? Das ist voll der krasse Step so, weil ich vorher eigentlich immer nur Musik gemacht habe, um quasi mich selbst irgendwie zu finden, zu sammeln, zu sortieren und jetzt so das erste Mal andere Leute irgendwie mit in diesen Prozess zu involvieren und so erste Rückmeldungen zu kriegen, wie Menschen das so finden und inwiefern es sie persönlich auch anspricht, so ist echt, das ist sehr schön, so es ist ein großer Step. Wie lange hast du denn schon, oder wann hast du denn angefangen, Musik zu machen? Also ich habe mit 6 irgendwann mal im Schulchor angefangen zu singen. Mhm. Und habe dann mit 11 oder sowas, glaube ich, im schulischen Rahmen auch so eine kleine Band gehabt mit so ein paar Freunden. Und das war aber alles, also das war jetzt nichts Großes. Wir haben so ein bisschen Beatles gespielt, so Steve Miller Band, so ein bisschen, es ging auch eher so in die rockige Richtung. Wann hast du dann angefangen, das Ganze quasi nicht mehr in so einem Band-Kontext oder mit Freunden zu machen, sondern so für mich selbst. Ja. So. Ich glaube, das hat sich so vor allem im letzten Jahr entwickelt. So. Ich habe letztes Jahr Abi gemacht und dann kam irgendwie für mich so der Wunsch, eine Musikerkarriere irgendwie aufzubauen, so, weil ich sehr sensibilisiert damit groß geworden bin und irgendwie super viel Spaß daran hatte. Und dann habe ich halt mit super vielen Künstlern irgendwie auch zusammengearbeitet, Produzenten, Musiker, sonst irgendwas. Und dann ist es jetzt so in diesem Jahr, vor allem so durch die Quarantänezeit und sowas, habe ich super viel Zeit für mich in diesem Künstlerschaffensprozess gefunden, dass ich für mich entschlossen habe, das als Einzelperson quasi jetzt mal durchzusetzen. Was waren denn deine frühen Einflüsse? So die richtig ersten oder die mich bis heute noch so prägen? So? Weil dann würde ich erstmal so die richtig ersten und dann okay, die also bis die heute richtig noch ersten sind leider so richtig wack, das sind so Bravo-Hits und sowas. Ja, ist doch also, super. Das ist nicht, was du hast. Also so sehr viel Chartsmucke. Selena Gomez habe ich ganz doll gefeiert als kleines Kind. So. Mhm. Und mittlerweile ist es so ein bisschen ausgeprägter, ein bisschen ausgecheckter geworden. So Giant Rooks höre ich im Moment unnormal viel. Grüße. Ja. Und sonst Harry Styles, JP Sachs und Pom ist eine französische Musikerin. Wie? Pom, also Apfel ich quasi. Will ich mal probieren, das auszusprechen. Ja. Ja. Also französische Chanson halt, ja. Ach, na klar. Ja. Du sprichst Französisch, habe ich mitbekommen, und Englisch auch. Ja. Wie kommt's? Also Englisch ist in der schulischen Laufbahn einfach so entstanden, so ganz classy wie bei den meisten. Und Französisch, weil meine Mom kommt aus Belgien und da gibt's 3 Amtssprachen, also Flämisch, also so wie Niederländisch, Französisch und Deutsch. Und meine Mom spricht Französisch und ich bin dann also zweisprachig im Haushalt groß geworden. Meinst du, dieses Aufwachsen mit 3 Sprachen hat irgendwie auch deine Art, dich auszudrücken, irgendwie in der Musik beeinflusst? Ah ja, schon. Wenn du einen größeren Horizont kulturell hast und eventuell auch dann sprachlich, bist du sensibler und vielleicht emotional more available für bestimmte Gefühle oder bestimmte Sachen als andere, glaube ich. Und vor allem in der Musik ist es auch so, dass ich mich in mehreren Bereichen ausdrücken kann, so. Weil ich glaube, jede Sprache so einen anderen Zugang zu bestimmten Themen bietet und ja, dementsprechend. Also singst du auch in mehreren Sprachen? Ja, genau. Also mein Songwriting-Prozess hat sich jetzt beim ersten Release auf den Englischen fokussiert, so, weil das, glaube ich, am einfachsten für viele ist zu verstehen und irgendwie eine größere Bandbreite von Leuten anspricht. Aber ich habe halt auch super viele Unreleased-Sachen, die Französisch oder Deutsch sind. So. Ich habe auf deinem Spotify-Profil gelesen, dass du je nach Emotion, das hast du auch gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, teilweise andere Sprachen hernimmst, um dich auszudrücken oder um die Emotionen zu äußern. Ja. Welche Sprache benutzt du denn, wenn du sauer bist? Deutsch. Ja, im Deutschen kommt das am schnellsten aus mir rausgesprudelt. So. Ja. Und das, also Wut oder sauer sein ist ja ein Impuls, der sehr intuitiv aus dir rauskommt. Wow. So. Und die Sprache, die ich am intuitivsten und am einfachsten und sprudelndsten spreche, ist Deutsch. Also, merkt man. Ja. Ja. Und wenn du traurig bist, würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich eher sowas
Melancholisch, Englisch vielleicht. Ja, Englisch würde ich auch sagen, so finde ich auch am melodischsten. Da gibt es auch irgendwie so einen großen Wortschatz so, und so viele Liebeskummer-Songs und sowas. Das ist das Zugänglichste so für Trauer, ja. Voll. Und Französisch ist witzigerweise irgendwie auch eine Mischung aus so Trauer und Melancholie. Wie würdest du denn deinen Sound beschreiben? Ich glaube, so Alternative Pop, Lo-Fi würde ich auch sagen. Also zumindest die Sachen, die noch im Schaffensprozess gerade sind, sind so in die Richtung Lo-Fi. Und so genauso wie mit den Sprachen würde ich halt auch gern so in den Genres so ein bisschen herum experimentieren und gucken, was mir taugt. Ich habe auch noch auf Spotify gelesen, dass du, dass man in deiner Musik finden kann, was deine Seele berührt oder was deine Seele bewegt. Ja. Jetzt die ganz dumme Frage, was bewegt denn deine Seele? Also wenn ich sage, dass etwas meine Seele bewegt, ist es nicht immer nur in Bezug auf mich selbst und was ich erlebe, sondern auch, was andere Leute mir mitteilen oder was ich irgendwie aus meinem Umfeld irgendwie mitbekomme oder mit mir drin trage. So. Und ich bin, glaube ich, ich bin schon rational vom Denken, aber ich kann sehr emotional werden. Und ich glaube, so alles, was in meinem Inneren vor sich geht und was ich aufsauge, ist etwas, was mich berührt. Das ist sehr plump gesagt, aber ich finde, jedes Thema kann irgendwie Grundlage für einen Song sein. Du hast jetzt Corona oder die Pandemie bisher genutzt, um viel zu arbeiten, dich so als Künstlerin so ein bisschen die ersten Schritte zu machen. Ja. Was darf man denn zukünftig von dir erwarten? Ich hoffe, nächstes Jahr, wenn Corona sich ein bisschen gelegt hat und Live-Shows wieder... Klopf auf Holz. Ja, wenn Live-Shows wieder möglich sind, hoffentlich auch ein paar erste richtige Live-Shows. Also es kommen so die ein oder andere Akustik-Session und Live-Session so. Also es bleibt auf jeden Fall super aufregend und spannend alles in nächster Zeit. Sehr schön. Dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken. Und weil du gerade eben schon die Live-Sessions angesprochen hast, würde ich sagen, lass uns gleich mal... Rüber steppen und ein bisschen was singen. 1, 2, 3, 4 Drawing hearts into your mind, hoping it will make you mine. Learn that butterflies could fly and just leave someone behind. Do so blue.
was falling for you. All the things you would do was so stupid to see.